Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Heute geht es darum, Starseed, der Schlüssel. Wir schauen uns deine momentane Blockade an, den Schlüssel dazu, was gilt es zu erkennen und noch eine Antwort der Engel dazu. Dieses Video ist dem Wasserelement gewidmet, sprich Fische, Skorpion und Krebs. Ich beginne mit dem Skorpion. Deine momentane Blockade, Skorpion, was gilt es zu erkennen? Die geistige Welt sagt dazu schon, der Skorpion muss an sich selbst glauben. Er kann sich die Anerkennung nicht von außen holen oder beziehungsweise geben lassen. Waren schon zwei Karten da. Die Sicherheit, lieber Skorpion, die kannst nur du dir selbst geben. So, es kamen schon zwei Karten, meine Lieben. Und zwar, die erste, es geht um deine Kreativität. Bist du momentan blockiert in deiner Kreativität? Weißt du nicht, wie voranschreiten, was zu tun ist oder warum irgendetwas zu tun ist? Spürst du irgendeinen Ruf, hast du einen Wunsch und weißt aber nicht, wie du ihn verwirklichen kannst? Die Liebe spielt auch eine sehr große Rolle in dieser Blockade, und zwar Liebe im Sinne der Selbstliebe, der Glaube an dich selbst. Du stehst dir selbst im Weg in einem kreativen Projekt oder in einer kreativen Phase. Alles, was kreativ ist, du kommst nicht vom Fleck. Die geistige Welt sagt dazu, wie schon am Anfang erwähnt, die Sicherheit kannst du dir nur selbst geben, nur du selbst weißt, was du willst und was du erreichen möchtest. Sie sagen, höre auf, im Außen zu suchen, Rückhalt im Außen zu suchen, mache es so, wie es für dich gut ist. Achte nicht auf Urteile vom Außen. Lasse dich nicht bewerten, lieber Skorpion. Warum ist jetzt diese Blockade da? Wir schauen uns das an. Der Schlüssel. Was gilt es zu erkennen für den Skorpion? Ich höre, der Skorpion ist hier in dieses Leben inkarniert mit einer wohl weitaus größeren, höheren, mächtigen Aufgabe, als er sich jemals hat erträumen lassen. Der Schlüssel ist dass du dieses Leben überleben wirst, lieber Skorpion. Durch deine Kreativität sollst du der Welt dienen. Es ist ganz egal, wie deine Kreativität aussieht. Ob schreiben, musizieren, malen, zeichnen, singen, handwerklich etwas anfertigen. Das Paradies ist in dir, das kreative Paradies. Du hast alle Antworten in dir, alle Möglichkeiten, alle Neuanfänge schöpfst du aus dir. Sie sagen, es ist ganz wichtig, für den Skorpion auf sich selbst zentriert zu bleiben.
auf seine Leidenschaft, diese mehr und mehr in seinen Alltag zu integrieren. Ich höre aus der geistigen Welt einige Skorpione haben den Stoff, den innerlichen Stoff dazu, sehr populär zu werden, sehr bekannt. Es geht auch darum, meine Lieben, ihr seht dieses Portal hier, seid im Flow, vertraut dem Fluss des Lebens, ihr werdet genau dorthin gebracht, wo ihr hingehört. Ich höre, nehmt jedes Hindernis als Chance zum Wachstum. Jeden Rückschlag zur Verbesserung, sagt die feinstoffliche Welt. Es ist gut so, was ihr macht und wie ihr es macht. Seht, dass es für euch immer dass es in eurer Resonanz ist, dass ihr mit dieser Energie, die ihr kreiert, diesen Raum, dass er immer mit euch in Resonanz geht, sagt die feinstoffliche Welt. Es kann euch nichts geschehen, habt den Mut, tretet nach außen. Eure kreative Gabe, die gerade momentan wohl als blockiert empfunden wird, hat etwas damit zu tun, sie mit der Welt zu teilen. Deswegen, einige von euch werden sehr bekannt werden oder sind es schon. Dazu noch, meine Lieben, was geben euch die Engel mit auf den Weg? Für den Skorpion eine Antwort der Engel bitte dazu. Sie erinnern dich, dass es ganz an dir liegt. Werde dir deiner Schöpferkraft bewusst? Und manifestiere, gestalte dir dein Leben so, wie du es möchtest. Halte deine Energiefrequenzen sehr hoch, sehr hoch. Es gibt jetzt keinen Platz mehr für Zweifel, für Angst. Sie sagen, in den kommenden Tagen werden viele Skorpione einen Energieschub wahrnehmen, der sie über sie hinauswachsen lässt, sodass ihr, sie sagen, mit Vollgas euch in euer kreatives Projekt stürzen werdet. Sie sagen auch, die Puzzleteile, die ihr braucht, die noch fehlen, werden euch gegeben, auf das ihr zusammenfügen könnt, meine Lieben. So. Jetzt noch vom Universum. Was möchte das Universum euch noch sagen? Schaut einmal her. Der Stein der Weisen, eine sehr kraftvolle Manifestation eurer Wünsche und eurer Ziele, wenn ihr an die Universalkraft, an den Allgeist anzapft, dort eintretet, ist euch alles möglich. So, ich mache weiter mit den Fischen. Was ist momentan die Blockade der Fische? Es geht darum, dass manche Fische gerade etwas egoistisch sein können, hervorgerufen durch all das, was sie erlebt haben, durch den Schmerz, der ihnen zugefügt worden ist oder den auch sie sich teilweise selbst zugefügt haben. Lieber Fisch, bei dir geht es gerade darum, wieder mit Gefühl für
für deine Mitmenschen zu spüren und dieses ja weiterzugeben, mitfühlend sein mit deinen Mitmenschen. Einige Fische von euch grenzen sich gerade momentan sehr ab, sagt mir die feinstoffliche Welt, eben durch Erlebtes oder einfach, weil Schlussstriche gezogen worden sind von dir, lieber Fisch. Ich höre durch Beleidigungen, Anmaßungen, verbale Verletzungen. Das ist momentan deine Blockade, die dich wirklich dabei hindert, mit deinem Außen zu interagieren, zu kommunizieren, das Außen vollkommen mit offenen Armen zu empfangen. Sie sagen, bei den Fischen ist die Zeit der Heilung, bei vielen, nicht bei allen, so gut wie abgeschlossen mit einem gewissen Thema. So sagen sie, warum reißt ihr eure Schutzmauer nicht nieder? Wir schauen uns den Schlüssel an, meine lieben Fische, dazu. Ich höre, die feinstoffliche Welt sagt mir, viele Tränen wurden für andere vergossen. Blutende Herzen sehe ich. Da kamen sehr viele Karten, 4 Karten. Also, es geht als erstes darum, dass viele Energien durchaus aus vergangenen Leben aktiviert worden sind. Die feinstoffliche Welt weist dich darauf hin, lieber Fisch, dir dessen bewusst zu werden. Was ist dir davon heute noch länger dienlich? Viele von euch können ein Déjà-vu gehabt haben mit, sei es Emotionen, sei es Erlebtem, so nach dem Motto, warum schon wieder? Erzengel Michael sagt euch, durchtrennt dieses Band, wenn es euch nicht mehr länger dienlich ist. Er wird euch behilflich sein. Es geht auch darum, ihr seid so lichtvoll, liebe Fische. Schaut all diese Sterne an, diese Sternkörper. Auch ihr habt so einen Lichtkörper. Licht ist Liebe. Schaut euch diese Karte an im Vergleich. Die Antwort ist diese hier. Es geht darum, viele Fische von euch können durch ein sehr intensives Nachtbewusstsein, also durch ihre Träume, Initiationen bekommen, sagt mir die feinstoffliche Welt, Astralreisen machen. Ich höre, einige von euch können sich aufschwingen auf noch unbekannte Ebenen für euch. Sie sagen, arbeitet mit Kristallen. Es geht darum, das ist die Horus-Energie, meine lieben Fische, es geht darum zu wissen, dass ihr immer geschützt seid im Licht. Lasst eure Herzenergie fließen, wo sie hinfließen möchte. Schließt euer Herz nicht zu, macht es wieder auf. Ihr habt einen Neubeginn in der bedingungslosen Liebe, liebe Fische. Der steht eigentlich vor der Tür. Und sie sagen, wenn ihr durch dieses Portal geht, seid ihr frei. Jetzt schauen wir noch, was die Engel dazu sagen. Die Antwort der Engel dazu, liebe Fische,
Was möchten Sie euch mit auf den Weg geben bezüglich dieses Themas? Kein Grund zur Sorge. Kein Grund zur Sorge, liebe Fische. Seht, wie lichtvoll dieser Engel ist. Seht das Feuer, die Liebe, die Leidenschaft, den Schutz. Ihr seid geschützt immer. Und jetzt schauen wir uns noch an, was das Universum euch noch mit auf den Weg geben möchte. Was möchte euch das Universum mit auf den Weg geben, liebe Fische? Schaut euch dieses Zeichen an. On target, follow your life path. Geh deinen Lebenspfad entlang, trete ihn an. Es ist die bedingungslose Liebe. Die feinstoffliche Welt sagt mir dazu, du kannst alles erreichen durch die Liebe. Alles. Und denk dran, was habe ich euch gesagt? Geht durch dieses Portal und dieses Thema ist ein für alle Mal Vergangenheit. So, ich mache weiter mit dem Krebsen. Lieber Krebs, was ist momentan deine Blockade? Die Blockade vom Krebs. Worum geht es? Was gilt es zu erkennen? Der Krebs ist gerade sehr verschlossen. Der Krebs möchte seinen inneren Reichtum nicht zeigen, nicht teilen mit seinen Mitmenschen. Ich höre, der Krebs hat aus Enttäuschung heraus etwas den Rücken zugewandt. Etwas, was mit auch Liebe zu tun hat, mit Leidenschaft, mit Hoffnung. Träume sind zerplatzt. Deswegen ist der Krebs gerade sehr zurückgezogen, blockiert in der Annahme, dass es für ihn gut werden wird. Dass er etwas erreichen kann, dass er seine Träume und Wünsche verwirklichen kann. Selbstvertrauen, lieber Krebs. Darum geht es jetzt. Zeige dein wahres Gesicht. Du brauchst dich nicht verstecken. Zeige, wer du bist. Die Leute, die Menschen um dich, sie werden dich dafür lieben, was du bist, nicht dafür, was du gibst, lieber Krebs. Das soll dein Ziel werden, dein Motto. Wir schauen uns an, der Schlüssel. Was steckt dahinter, meine lieben Krebse? Was steckt dahinter? Zwei Karten. Also, als erstes geht es darum, Selbstvertrauen, erkenne dein wahres Potenzial, lieber Krebs. Du bist nicht vom Außen abhängig, ganz und gar nicht. Sei im Flow, sei in Bewegung, wie Ebbe und Flut. Wie die Wellen auf dem Ozean, sagt die feinstoffliche Welt. Verstecke dich nicht hinter falschen Emotionen, lieber Krebs. Bringe das Unbewusste in dein Bewusstsein. Diese Enttäuschung, die dir zugefügt wurde, vielleicht,
in der du jetzt feststeckst, hat etwas mit deinem Karma zu tun? Dieser Konflikt wird deine Seele wachsen lassen. Das Vorhaben deiner Seele wird erfüllt durch diese Situation, wenn du die Dualität in allem erkennst und sie verinnerlichst, diese Erkenntnis, lieber Krebs. Wir schauen uns noch an, was die Engel dazu zu sagen haben. Die Antwort der Engel darauf. Für den Krebs bitte die Antwort der Engel. Ich höre aus der feinstofflichen Welt. Fühle dich geliebt, so wie du bist. Das ist jetzt deine Challenge. Schlage eine neue Richtung ein, lieber Krebs. Ändere das, was dich so belastet. Die Situation, die Mitmenschen, ein Projekt. Denke um, ändere deinen Blickwinkel. Du wirst geführt, achte auf die Zeichen, die die Engel dir zukommen lassen. Jetzt schauen wir uns für dich noch eine Karte vom Universum an. Was möchte das Universum dir sagen in dieser Situation? Der Allgeist bitte für den Krebs. Ja, bedingungslose Liebe durch die Göttin der weiblichen Energie. Lass die weibliche Energie in dir mehr heraus, egal ob du jetzt weiblich oder männlich bist. Die weibliche Energie ist immer die sanfte, die liebevollere, die weichere. Sei sanft zu dir selbst, lieber Krebs. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.